Hey, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hitman. Willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe 163 Stunden in Monster Hunter. Das Spiel ist vor 9 Tagen herausgekommen. Das sind 216 Stunden. 163 Stunden davon habe ich Monster Hunter gespielt. Ich habe jetzt einfach 9 Tage lang Monster Hunter gelebt. Bin so ziemlich mit allem fertig, was es gerade gibt. Und wir können wieder Videos machen. Ich bin sehr glücklich. Das war eine sehr entspannte Zeit. Und ich habe ultra Bock, Hitman-Sachen fertig zu machen. Da sind wir zurück in Hitman. Es gibt so viele Sachen, die ich noch in diesem Spiel machen wollte. Frohe Ostern, by the way. Was gibt's denn für einen schöneren Tag als Ostern, um wieder mit Videos anzufangen? Es gibt so viel, was ich in diesem... Also immer wenn ich dieses Spiel sehe, denke ich mir, Alter, ich will noch so viel machen. Ich weiß nicht mal, was ich zuerst mache. Wir müssen noch die Deluxe Escalations machen, weil man da coole Sachen freischaltet. Es gibt gerade eine Ostermission, die machen wir heute. Es gibt aber auch noch ein großes DLC, was jetzt angefangen hat, was wir spielen können. Nämlich mit den 7 Todsünden. Ich weiß nicht mal, da. Die 7 Todsünden, Akt 1 Gier. Wie cool klingt das denn? Die spielen wir auf jeden Fall auch, die 7 Todsünden, ne? Das klingt super, super cool. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber finden wir raus. Aber wir machen erstmal heute die Berliner Eierjagd. Dann, ich habe damals noch, kurz nachdem ich fertig war mit der Story und so, habe ich hier in Dubai, da, lautloser Killer Anzugpflicht habe ich gemacht. Ich wollte mal testen, wie es so ist. Man darf da mittlerweile speichern und laden und sowas, deswegen ist es eigentlich echt gut machbar. Wir können es eventuell nochmal in Dubai machen. Aber ich hatte es auf jeden Fall mal getestet, wie es so ist, das zu machen. Und das ist alles echt gut machbar. Und deswegen können wir das auch so in ein paar Leveln noch machen. Es sind sehr, sehr viele Ziele, sehr, sehr viele Aufgaben. Ich muss mal gucken, wie ich das alles angehe. Das größte Problem wird für mich wahrscheinlich, die Thumbnails dann zu malen, weil ich nicht mehr so langsam weiß, was ich dann auf die Thumbnails drauf male, wenn nichts Besonderes passiert. Ich guck mal, ich kümmere mich um alles. Wir klicken mal auf die Berliner Eierjagd. Das ist, 1 von 3. Das ist auch... Das ist, so ein Escalation-Ding, ne? Ja, eine Eskalation, genau. Okay, eine Eskalation in Hitman funktioniert so. Es gibt immer hier Aufgaben. Folgen Sie dem weißen Kaninchen, stellen Sie es weder ruhig, noch eliminieren Sie es. Okay, ich muss nur dem Hasen folgen. Und man startet mit begrenzter Ausrüstung. Das ist aber erst Stufe 1. Wenn ich das geschafft habe, kommt Stufe 2. Da kommen zusätzliche Bedingungen dazu, die es nochmal schwerer machen. Und dann gibt es Stufe 3. Der kommt dann noch mehr dazu und wird nochmal schwerer. Aber wenn man alle drei geschafft hat, kriegt man meistens irgendeine Belohnung. Vielleicht steht das auch hier, was wir bekommen. Ja, da kriegt man der Raver. Kriegt man so eine Kleidung. Scheinbar. Okay, wollen wir gar nicht mehr davon wissen, spielen wir einfach. Gucken wir uns mal das Oster-Event an. Und sind ein... Freudig fröhlicher Hitman. Mal wieder. Ich bin gespannt. Oh Gottes Willen. Du musst jetzt die Textur laden. Spooky Häschen. Und da ist so ein Hase auch an der Tür und so. Das ist cool, dass die Web so ein bisschen überarbeitet ist. Da liegen auch überall Ostereier. Und da ist ein nackter Rave-Osterhasenmann. Da ist der Osterhase. Dem müssen wir folgen, unbemerkt. Okay. Folgen Sie dem weißen Kaninchen. Okay. Weißt du, man spielt ewig Hitman nicht. Oh Gott, der redet sogar mit uns. Hallo? I see you. Do you see me? Warum spiel ich hier so noch? Ist er da oben? Da hinten. Da ist der, der ist bestimmt hier oben. Einfach so ein Horrorhase, dem wir hier folgen müssen. Ah, mega cool. Das ist schön, dass es hier ein Oster-Event gibt. Freut mich sehr. Da unten ist er. Neben blaues Osterei. Ich darf ihn ja nicht eliminieren, hieß es. Aber wir haben blaues Osterei gefunden. Ja, ich komme gleich.
komm gleich, ich komm gleich. Ich muss nur kurz mein Osterei hier oben holen. Hallo, Ah, sehr nice. Es gibt so viele coole Sachen hier noch zu tun. Ich muss echt einfach Hitman echt oft bringen. Ja, 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 ich komm doch, Herr Osterhase. Zeigen Sie mir, was Sie mir zu zeigen haben. Half of these people are so out of it, they probably wander onto the highway if we weren't. Or die of exposure in the woods. That's grim. Life's grim. Anyway, I showed him back to the gate and he seemed fine. Do you see me? Touched my face a little too much, but whatever. Okay, wie werden wir die beiden los? Darf ich hier eine Mission speichern? Nein. Okay, ich habe zwei Ostereier. Ich könnte theoretisch natürlich Ostereiern. Würde ich aber erst den rechten und den linken. K.O.-Gas, Osterei. Oh. Ah, doch. Ah, das ist so K.O.-Gas in den Ostereiern. Okay. Verkleiden wir es als Clubtürsteher? Ja, klar. So. Hiermit können wir ja Sachen markieren, ne? Dann würden wir eher Ostereier und sowas finden. Giftpilz, Brechmittel. Ja, ja, ich komme dir schon, Mr. Osterhase. Ich brauche nur ein bisschen Munition. Da ist ein Osterei. Ein Vogelei. Verkleiden Sie sich jetzt das gelbe Kaninchen. Okay, ich weiß nicht, auf wen du wartest, gelber Osterhase, aber hier. Vogelei. Verkleiden als Bunnyman. Was mache ich hier? Hier gibt es gelbe Ostereier. Ich habe bestimmt eine Achievement, alle Ostereier hier in der Mission zu finden oder so. Ah ja, die Sachen, die sich wiederholen werden, werde ich dann rausschneiden, aber wir gucken einfach, was wir alles erleben. Blaues Osterei nochmal. Na, guck mal, die haben auch Osterhasenmasken an. Do my eye makeup. You're sure I have to wear this stupid mask? Yeah. They won't even let you past the gate without it. They take their gimmick seriously. Oh, fine. At least getting in would be worth it. That's if we get in. They fill up fast, man, and it's already pretty late. I didn't come all this way to just stand in a line. Voll cool, dass die neue Dialoge dafür haben. I will have to pat you down. Can always try sneaking around back. Okay. Ich muss etwas droppen, und zwar das da. So. Bitte schön, filzen Sie mich. Ich möchte hier durch. Oh, warum musst du hier nicht gefilzt werden? Hat keinen Bock. Hat sich hier vorbeigeschlichen. Aber so eine geisteskrank gruselige Horrormission mit einem Hasen. Aber was Schöneres gibt's ja nicht zu Ostern. Ja, ich folge dir doch, du lustiger Bunnyman. Wohin gehen wir denn? Darf ich da überhaupt durch? Ich meine, du darfst da durch. Sorry, sir, got orders. Can't let you through. Okay, sorry for the inconvenience. Kein Problem, ich kletter einfach irgendwo über eine Wand oder so. Hier. So. Wo ist mein weißes Kaninchen? Einsatzziel, eliminieren Sie das rosa Kaninchen. Alter! Warum soll ich ein rosa Kaninchen eliminieren? Weil es nackt ist und tanzt? Ah, lol. Ist ja eigentlich, glaube ich, einfach. Oh, ein rotes Osterei, okay. Ich mache mal einen Generator hier aus. Und gehe dann hier in den Busch. Der danzt dann einfach ein bisschen zur Seite. Geht aber woanders hin zum Dancen. Wenn sein Licht aus ist. Oh, jetzt gehört der Ostermann. So. Alle ausschalten. Keine Zeugen.
Ich muss es ja nicht unentdeckt machen. Noch nicht. Ich glaube, der ist nicht K.O. Ich verstehe meine Ostereier noch nicht. Hier ist einfach, glaube ich, was anderes. Ah, hey, dann ziehen wir den mal kurz hier in den Busch. Ja, sein Genick müssen wir jetzt nicht brechen. Hätten wir bestimmt besser machen können. Aber erstmal, zack. Sehr schön, wir haben den pinken Osterhasen ausgeschaltet. die da drüben sollten wir vielleicht nicht hergucken. Ja, und den ziehen wir auch einfach hier in den Busch. Der Hitman hat seinen Osterauftrag erfüllt. Suchen Sie einen Ausgang. Ja, der da hinten ist markiert. Einfach nochmal wieder rausklettern. Okay. Ja, ich muss ein paar mehr Sachen sammeln. Auf der Mission vielleicht. Wird helfen. Los, grünes Osterei. Okay, okay, calm down. What happened? Tell me. We got a guy being a real asshole. I need the ID of the firm. Can you tell me what he looked like? Negative on the visual. Keine Ahnung, wo der war. Muss ja auf jeden Fall innen im Gelände sein, ne? Ja, hier bin ich ja wieder safe. Sehr schön. Hier hätte ich auch die Sprühdose, um jemanden K.O. zu machen. Da habe ich auch Mod. Kann ich auch das Licht anmachen, um jemanden wegzulocken. Liegen überall Ostereier. Die ganze Strecke. Naja. Keine Osterparty für uns. Die Club ist sogar zu. Aha. Haben einfach außen neu dekoriert. Und wir fahren mit dem Fahrrad. Let's go. Tschüssi. Ja, auf der Mission gibt es irgendwas mit einem UFO, was dann, glaube ich, auch wegzieht oder so. Aber das können wir uns irgendwann später mal angucken. Das hat ja jetzt nichts mit der Ostermission zu tun. So. Was haben wir erfüllt? Nichts? Okay. Ja genau, folgen Sie weißen Kaninchen, werde das gelbe Kaninchen, eliminiere das rosa Kaninchen. Habe ich gemacht. Dankeschön. 3 Sterne, 7 Minuten. Das war unser erster Anlauf natürlich nur. Schauen wir mal, was wir sonst bekommen. Oh, wir haben unsere Meisterstufe erhöht und Verkleidung für die Map selber bekommen. So, Stufe 2. Eliminieren Sie das rote Kaninchen, eliminieren Sie das blaue Kaninchen und eliminieren Sie das rosa Kaninchen. Behalten Sie Ihr anfängliches Outfit bei, sonst scheitert die Mission. Okay. Muss ich dem anderen Kaninchen noch folgen oder ist der Anfang jetzt ein bisschen anders bei dieser Eskalation? Gucken wir doch mal. Uts, uts, uts. Da ist doch so dieses gruselige Ostergesicht an der Wand. Ja, ist ein bisschen anders. Nehmen wir wahrscheinlich alle drei ein bisschen am Dancen. Was zur Hölle ist diese Mission? Ich weiß nicht mal, wo der dritte Typ war. Man hat aber nicht mal genau gesehen. Ah ja, und wir haben direkt die Osterverkleidung. Okay. Fängt direkt so an. Okidoki. Hey. Did you see that guy? What guy? The weird guy, the bunny man? I'm seeing a lot of bunny men around. Oh, no, he was different. He was standing over there, and then he disappeared. Uh-huh. Let's get some tequila in you, buddy. That'll make you feel better. It feels like we've been standing here all week. Haben alle Angst vor dem Osterhasen-Typen? Ja, was ist denn, wenn ich hier den Generator... Ich kann auch an den einfach vorbeiklettern, ganz ehrlich. Auch kein Osterzeug. Ist das ein gruseliger Hase an der Wand? Let's go. So, da ist ein Osterei. Da oben liegt irgendwas, aber da gucke ich ja nicht hoch. Ist der erste Hase wieder da in der Nähe? Ja, ist er. Okay. Haben wir mal alles mitnehmen. Wir brauchen halt irgendwelche gescheiten Sachen, um die auszuschalten. Und mich nerven die Wachen hier so ein bisschen. Muss ich sagen. Steht eigentlich irgendwie da, was die Ostereier machen? Nö. Ich glaube, die machen unterschiedliche Sachen. Na, guck mal, aber der eine Osterhase danst jetzt hier auch echt gut mit Abstand da hinten. Muss ich mir nur über die Wachen Sorgen machen. Osterei dahin. Ich glaube, das Blaue ist so Einschläferungsgas. Gucken wir mal, was das Rote macht. Rote wirft um. Das Rote tötet.
Blaue lockt, glaube ich, aus. Ja, das Blaue lockt aus. Das Rote tötet. Einfach ultra aggressiv einfach reinschießen. Ich bin der Stealth Master. Let's go. Wird schon keine auffallen, wenn ich hier mit einer Waffe rumballer. Da brauche ich die Brechstange. I love all these bunny masks. What a fun idea. I would have gone with Easter lambs, but the rabbit thing's pretty hot too. Hot? That wasn't really what I was thinking, but sure, I guess. I mean, you know, it's really anonymous, right? And kind of creepy and dangerous, but in this, like, cute, disarming way. Oh, totally, yeah. I follow a lot of indie artists on social media, Okay. Einfach alle gruselig, die Leute hier. Körper wurde gefunden. So, hier ist ein Kaninchen. Der tanzt hier ein bisschen an der Theke, aber ich darf ihn ja nicht einfach abschießen. Jetzt Körper werden gefunden. Kaum zurück zu Hitman, schon der schlechteste Spieler der Welt. Wie locke ich den irgendwo hin? Einfach hier durch. Da lang? Ja, ja. Ja, genau. Allem dodgen. Alles dodgen. Da ist der letzte Osterhase irgendwo. Hier unten dran klettern. Zur Kante springen. So, der letzte Ostermann ist da. So, tschüssi. Der Osterhase muss gehen. So spielt man Mission, oder, Hitman? Ich muss ja die Mission nur irgendwie schaffen. Da war gleich ein Rädchen, was durchs Bild gelaufen ist. Ich hab halt irgendwie nix, ne? Also, ich muss die wahrscheinlich alle mit den Ostereiern gezielt ausschalten, ist die das eigentliche Ziel. Aber wir haben ja noch die dritte Stufe, da kann ich es ja dann richtig machen. So, tschüssi. Osterhasen-Mission geschafft. So dumm. Aber die beiden nur abgeschossen. Ja, aber eigentlich so Schleichen-Boni will ich auf jeden Fall hier schaffen einmal. Aber hey, wir haben einen sauberen Schuss gemacht. Und die Aufgabe erledigt. Einen Stern nur bekommen, weil wir halt ultra aggressiv rein sind. So. Jetzt ist die dritte Eskalationsstufe. Eigentlich die richtige Mission. Eliminieren Sie das rote, blaue und rosa Kaninchen. Die Party verändert sich stetig und die Kaninchen haben sich weiter bewegt. Also sind an neuen Positionen. Komplikationen. Kaninchen haben sich bewegt. Okay, und jetzt muss ich sie einfach nur ausschalten. Wir gehen mal auf Spielen. Wir finden jetzt heraus, was jede Eifarbe Besonderes hat. Und dann machen wir das einfach mit den Eggs. Wir brauchen 3 rote Eier. Weil die als Killer-Ding... Ja, am besten sind. Ja, die sind alle da hinten in der Ecke. Okay. Ich muss halt nur erstmal ein paar Ostereier suchen. Tatsächlich. Warum kann der mich entdecken? Ah, ich war... Unbefugtes Betreten. Ja, okay, das ergibt ja Sinn. Guck mal, der ist mir schon wütend gesinnt, bevor ich überhaupt was gemacht habe. Das ist einfach echt eine schwere Version. Da haben wir noch ein grünes. Das muss ich noch rausfinden, was es macht. Dann haben wir da noch ein grünes. Wo habe ich das eine rote gefunden? Da ist ein rotes. Okay, ergibt Sinn. Da, wo der erste Hase war, war ein rotes Ei zum Töten. Müsste ja vielleicht da drüben auch nochmal ein rotes liegen oder so. Ja, genau, mit dem blauen. Das kann ich einfach so zwischen die werfen, ne? Dahin. Ah, jetzt habe ich getroffen. Okay, das waren alle meine blauen Eier. Okay, ja, ich muss nur die besser treffen. Das war halt jetzt mega dumm, alle davon weggeworfen zu haben. Aber so kann man Leute ausschalten, ohne ansatzweise nur, Probleme zu verursachen. Sagen wir es so. Okay. Hier ist noch ein gelbes Osterei. Was macht ein gelbes? Gelbe machen gar nichts. Okay. Blau betäubt, rot tötet. Und was macht grün?
Sieht auch nach Gift aus. Ja. Das tut auch töten. Okay, grün und rot sind tödlich. Da ist nochmal ein blaues. Aber wir finden ja hier genug Ostereier. Ist ja eigentlich super cool, mit diesen Ostereiern zu arbeiten. Ist eigentlich echt eine gute Idee. So. Unsere Ziele laufen hier rum. Zählt es als Mord, wenn ich halt so ein, sagen wir jetzt, ein grünes Ei zu dem hinwerfe? Und der stirbt dann? Solange ich es nur unter ihm werfe oder so? Okay, aber der ist jetzt. Die sind halt sehr in der Masse drin, ne? Wir nicht falsche Leute besiegen. Da ist noch ein Ei, noch ein blaues. Wir sind ja mitten in Menschenmassen. Ich kann ja aufs Dach hochklettern und von oben Eier auf die fallen lassen. Das ist doch dieses gruselige Gesicht. So, hier irgendwo bei den Toiletten konnte man doch hochklettern. Genau. Hier müssten wir machen können, was wir wollen. Das ist halt einfach Ostern auf die regnen. Keine Wachen hier oben? Nö. Keine Wachen hier oben. Okay. Das macht es ja schon mal einfacher. Da drüben ist einer. Oh, guck mal, man kann so einen Zementsack auch runtertreten. Hallo? Also das Zielen funktioniert super. Oh. Ja, fast. Habe ich jetzt getroffen? Ja. Der liegt da jetzt K.O. Eigentlich muss man die ja so ausschalten. Ah, guck mal, der danzt hier drunter. Da muss ich den Sack drauf treten. Okay, okay. Warten wir nochmal kurz, bis er wieder hier nach Fosfumia kommt und dann kriegt er einen Sack auf den Kopf. Ein Sack, eingesackte Ziegelsteine. Den anderen da hinter der Wand, den, da kriege ich gleich hin und dann killen wir den, das kriegen wir hin. Müssen wir nur noch den bei der anderen Lampe irgendwie lautlos ausschalten. So, er kommt jetzt hier hingelaufen und danzt genau unter diesem Sack. Ja, tut mir leid. Unfallkill, genau. Dann ist ja nicht schlimm. Körper wurde gefunden. Welcher Körper wurde gefunden? Wurde er gefunden? Ich lade einfach nochmal. Wir starten neu. Wir sehen uns gleich hier wieder. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, dieses Osterei hier abzuwerfen und dann bricht's auf. Schade. Kann ich einfach an dem vorbeigehen auch? Ja. Man kann einfach an dem vorbeigehen, ohne die auszuschalten. Okay, das ist ja nochmal einfacher. Weil bei einem Unfallkill darf der Körper ja eigentlich gefunden werden. Wir sind ja jetzt wieder oben, wir können es jetzt nochmal probieren. In meiner Erinnerung darf bei einem Unfallkill ist egal, ob der Körper gefunden wird, weil klar wird er gefunden, ist ja ein Unfall. So, da kommt er wieder. Dann kriegt er wieder einen Sack Ziegel auf den Kopf. Kapau. Kick. Kaputt. Ein Unfall. Schade, schade. So, wenn jetzt Körper wurde gefunden und die Pistolen wieder rot werden, dann weiß ich auch nichts. Aber ich glaube, der andere in der Seitengasse wurde gefunden. Ja, jetzt ist alles richtig. Okay, habe ich also echt einen Fehler gemacht. Ich muss ja ein bisschen nach oben probieren. So, hier ist ein Typ alleine. Relativ abseits von allen. Wohin für diese ganzen Kabel? Zu einem und demselben Generator. Da würde ich gerne wissen, was passiert, wenn ich den ausmache. Ob es dann jemanden juckt, ob jemanden kommt. Der Typ da hat es bemerkt. Puh, mich fast gesehen. Like this and on. So, den können wir hier einfach mal wegziehen. Wir dürfen die Verkleidung ja nicht wechseln, sonst schlägt die Mission sofort fehl. Wer kommt als nächstes, wenn ich ausmache? Okay, noch einer von da drin. Ah, dann ist es mir zu dumm. Dann gucken wir erstmal, wie wir die anderen loswerden. Hier, der eine hier. Ah, der danzt hier so abseits, aber eigentlich ist da eine Wache. Die Sache ist nur die. Die Wache ist weg. Weil die Leiche gerade weggezogen wird. Die Wache hier ist nicht mehr.
Aber da ist eine, okay. Ah, ich kann aber hier hoch. Das ist cool. Oh, da ist ein Hammer. Hammer ist natürlich auch praktisch. Muss ich erstmal dann wieder hier das Gebäude hochkommen, wenn ich den jetzt holen gehe. Was mir nicht gefällt, ist, dass hier überhaupt gar kein Versteck ist, um die Leiche von dem einen Typen zu verstecken. Der liegt dann einfach da so in der Ecke. Aber wenn ich mein rotes Osterei gut werfe, dann müsste der ja kaputt gehen, der eine Typ. Unversteckt sein. Ich kann ihn ja nochmal in die Ecke dann ziehen. Nicht einatmen. Der da hinten hat es gesehen. Oder zählt es als Unfall? Das zählt echt als Unfall. Lol. Ich habe keine roten Pistolen bekommen für den Kill. Ja, muss ich ja nur noch den anderen eigentlich ausschalten. So, dann gehen wir hier am Wasser entlang wieder zurück. Wieder aufs Gelände. Zack. Ah, hier ist noch ein rotes Osterei auch in der Ecke. Lol, wie günstig war das denn? Okay. Mit dem, gehen wir jetzt nochmal aufs Dach und lassen einfach ein rotes Ei auf ihn droppen. Ja, musste ich so schätzen. So, dahin muss ich werfen. Da vorne, wo das gelbe Licht ist. Da, so hin. Ich glaube, so sehe ich, dass es nach unten fällt. Also einfach ein reines Glücksspiel. Aber der Hitman, der kriegt es hin. Ein gezielter Wurf. Musste ich mal... Nein, bitte ohne Auto-Aim. Einfach ein normales Ei dahin werfen. Wow. Ziel eliminiert. Unbemerkter Kill. So. Warte, wer ist das denn? Warum ist da hinten ein Ziel? Ist der weiße Bunnyman? Die Mission ist nicht vorbei. Ich habe alle drei ausgeschaltet. Eliminieren Sie das weiße Kaninchen. Ich darf ihn ausschalten. Ich habe seine Osterscharade mitgemacht. Und er sagt, juhu, okay. Ich habe noch grüne? Blaue? Grüne waren, glaube ich, auch giftig. Rennt er weg. Jetzt ist er da hinten. Jetzt muss ich dem weißen Hasen nochmal folgen. Weil ich darf meine Kleidung nicht ändern. Der ist jetzt darüber gegangen, wo alles verboten ist. Okay, okay, okay. Das ist nur ein Hasen. Voll. Der war doch gerade noch hier. Warum bist du jetzt da drüben wieder in einem Partygelände? Ja, warte, warte. Wir können da aufs Dach irgendwo klettern, bestimmt. Ich hab's geschafft, da runter zu klettern, dann schaffen wir es auch, da hoch zu klettern. Jetzt ist er da hinten. Oh, Gottes Willen. Da ist er. Okay, okay, das ist ein bisschen schwerer, den zu erwischen. Wenn er sich die ganze Zeit über die gesamte Map teleportieren kann. Ich bin kein Eierkopf. Er ist gerade da hinten, schön am Chillen. Also das macht es jetzt nochmal sehr schwer. Wie komme ich da rüber, ohne dass jemand mich anguckt? Eigentlich kann ich hinter der hier durchschleichen. Eigentlich. So, er läuft hier. Kurz mal wegen der Wache aufpassen. Zwei Wachen. Okay, er ist da ganz, ganz hinten. Gehen wir andersherum hier um den Container. Kann ich das? Nee, wegen der Wachfrau. Ah, die eine Wache geht ja gerade weg. Ah, beide sind weg. Okay, okay, okay. Gehen wir hier lang. Dann ist da der Osterwald. Damn.
Deswegen waren da so viele Wachen am Anfang, die mich entdecken können, weil das hier so das Endjagdgebiet ist von mir und dem Osterhasen. Kannst du weitergehen, du dumme Wache? Danke. Da läuft er. Hi. Verbrechen wurde bemerkt. People talk too much. Siehst du den? Als ob er jetzt entdeckt wurde. Ich hätte ein grünes werfen müssen übrigens. Up you go, man up, okay? Hallo? Hör auf, den aufzuwecken. Oh, yeah, I don't feel so good. Hallo? What? Das ist Giftgas. This area is ach, das ist Brechmittel. Don't move. You there. Please don't. Genick brechen. Sorry. Genick brechen. Ach, hier wäre sein Stuhl gewesen. Hier hat er sich hingesetzt people wahrscheinlich. Talk too much. Oh. Ja, machen wir es gleich nochmal und dann schauen wir mal, was er hier zu erzählen hat in seinem geheimen Osternest. Obwohl, er hat hier mehrere Stühle. Ja, gucken wir einfach mal dann. Ah, was eine abgefahrene Mission. Aber mit Ostereiern alle ausschalten. Ich habe es mir viel schwerer gemacht als gedacht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich einfach die Eier draufwerfen darf und es zählt dann als Kill und so. Aber die roten sind ja super wichtig. Ich brauche 3 oder 4 rote Eier eigentlich am besten. Weil die halt Instant-Kills machen. Ah gut, wir fahren nach Hause. Wir haben die Mission offiziell einmal geschafft. Will nur nochmal gucken, was so passiert, wenn man es nicht dumm macht am Ende. Er ist ja so als Ziel so vor mir gelaufen. Er ist nicht mehr wegteleportiert. Ich dachte, okay, ich muss jetzt zuschlagen. Vielleicht wäre da, hätte er sich da einfach hingesetzt. Mal 3 Aufgaben erledigt. Sehr schön. Der weiße Hase ist eliminiert. 4 Sterne wenigstens. Trotzdem Ende. Wir haben eine Schalldämpferpistole freigeschaltet. Versteckkeller-Toilette. Und The Raver. Schwarze Hose, Jacke getragen von einem fluoreszierenden Hoodie. Ja. Wir haben die Eskalation zum Teil abgeschlossen. Ich würde sehr gerne. Sind wir noch bei Mission Neuplan? Ja, zurück. So. Wir gerade mal gucken. Was ist das alles sonst? Ne, das sind, glaube ich, auch so andere Aufgaben. Ja, ja, das hat, glaube ich, gar nichts mit dem Hase zu tun. Schade. Ja, das sind einfach so die Level-Aufgaben. Hat jetzt gar nichts mit der Ostermission hier zu tun, was hier alles steht. Hello, guys, and welcome to my tutorial: How to beat the Oster Mission. First you take this egg, then you go to the right side and take the other 3 eggs, 1, 2, and 3. So, now you have the eggs and now you can finish the mission. And now you just treat the egg. Kapow. That's number 1. Then you take the red egg. Kapow, that's number 2. And then wait for the third one. Who is going to be under here? There he is. Let's go. Egg number 3. Gute Nacht. And now you find the funny buddy man. Oh, da ist ein rotes Ei oben drauf. Oh. Durchgespielt. Hallo. hier steht. Ich kann dich mal besiegen. Er ist unsterblich einfach. Ich werde null damit gerechnet, dass ich auf der Seite bin. Sehr nice. Ja, jetzt ist er wieder da. Ich glaube, jetzt taucht er gleich wieder hinter mir auf, ne? Ja, genau. Ja, warte, Osterhahnmann. Ach, der Ostermann selber kann mich auch sehen. So. Jetzt geht er in sein Rohr rein. I see you. Do you see me? So, was macht er? Er setzt sich da einfach hin, ne? Ja, er sitzt da jetzt einfach.
Okay, ich dachte, vielleicht sagt er noch irgendwas Cooles oder so. Ah, nö. Look at me. Okay, er darf mich aber auch nicht sehen. Nein, ich habe nicht getroffen. Nein. Das war mein rotes Ei. Ich habe noch mein blaues und so. Und ich glaube, ich kann es einfach oben drüber werfen, ganz ehrlich. Hallo, Ben. So. Habe ich getroffen? Nee. Ich habe ein paar Versuche. This way. Can't catch me. Haben wir getroffen? Ja, wir haben getroffen. People talk too much. Einfach 1000 Eier drüber werfen. So, jetzt müssen wir nur warten, bis der hier nochmal umdreht und dann können wir den ausschalten, den Hasen. Okay, er hat sich einfach nur dahin gesetzt und hätte dann gechillt. Also wir haben nicht viel verpasst. Ja Leute, dann wünsche ich euch frohe Ostern. Ich nehme meine alte Axt. People talk too much. Werf sie auf ihn drauf. Und da hat er noch ein Vogelei. Das ist also das Nest des Osterhasen. So, was macht der Hase, wenn er mich sieht? Das hat mich noch interessiert. Hallo? I see you. Do you see me? Okay. Ja, ich sehe dich. Und ich wünsche dir frohe Ostern. No! People talk too much. Nice. Ja. Haben wir alles geschafft. Alles stealthy, wenigstens. So muss man doch die Ostermission machen. Ich habe keine Bonusaufgaben gesehen. Wenn es welche gibt, könnt ihr es nochmal in die Kommentare schreiben. Vielleicht habe ich es einfach übersehen. Die Hitman-Menüführung ist manchmal etwas umständlicher, als sie sein müsste. Aber wir haben Ostern heute hinter uns gebracht. Agent 47 hat aber noch viele weitere Aufgaben, die auf ihn warten. Wie zum Beispiel coole Ninja-Kostüme freizuschalten. Oder sonst was. Aber die meisten, glaube ich, sind auch so Eskalationen, die wir haben. Ich gucke auch gleich nochmal im Menü. 5 Sterne, 9 Minuten. Let's go, lautloser Killer. Sehr schön. Freigespielt haben wir nichts, richtig. Und wir haben unser Raver-Kostüm ohne Hasenmaske scheinbar freigeschaltet. Ja, dann haben wir hier die 7 Deadly Sins. In Dubai haben wir... Genau. In Dubai haben wir erstens noch diese Special-Eskalationen, die wir freigeschaltet haben. Dann es gibt noch scheinbar normale Eskalationen in der Map. Wir haben ultra viel, was wir machen können. Also theoretisch wären das schon 4 Videos. Und dann will ich ja noch die Stealth-Missionen machen in den Leveln. Und ne, es hört gar nicht mehr auf. Die Berliner Eierjagd ist abgeschlossen. Vielleicht machen wir auch nicht alles. Vielleicht machen wir auch nur die Sachen, die wir cool finden. Und hier haben wir das noch. Genau, diese Super-Eskalation. Mit dem Ninja-Kostüm, wo man als der weiße Schatten mit einem Katana durch die Map muss. Das wird bestimmt cool. Aber gut. Ich würde sagen, ja, wir fangen beim nächsten Mal tatsächlich mit der Gear-Off-Mission an. Weil die 7 Todsünden klingt am coolsten. Und dann gucken wir sonst noch, was wir in Hitman machen wollen und können. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Euer Hitman.